Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 und zwar auf dem Nachfolgerprojekt des Oberkreppbach-Projekts und zwar auf der Nordfriesisch Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ja, ich habe schon das Ganze überschrieben und ja, bis auf die Lagerbestände, aber das passe ich im Laufe der Zeit noch an und jetzt sage ich einmal, was eine Fahrzeuge ich habe. Und zwar die hier. Das ist von dem Youngtimer DLC aus ModHub. Das ist ein Weidemann von Moddingwelt und das ist auch vom Dings. Ja. Aber jetzt fahren wir mal auf den Hof und zeige ich das genauer. Der Drescher muss entladen werden. Und die Felder habe ich jetzt an. Die zwei Grasfelder, 20 und die 1. Ja, und den werden wir jetzt noch abernten und dann haben wir mal wieder genug Arbeit für uns. Ich hoffe, das passt so für euch von der Lautstärke her. Aber das werden wir ja gleich sehen, wie das so passt. So, dann fahren wir mal zu unserem Hof. Da ist ja noch ein bisschen was Platz zum Platzieren vom Dings, das werden wir jetzt gleich mal machen. So. Na? Huch, da ist wieder was. 800.000, wahrscheinlich. Soll ich 800.000? 300. Ja. Was kostet der Komposter? Wir holen uns einmal den Komposter und dann machen wir einmal Kompost. So, dann können wir eigentlich das Ganze, was wir sammeln, können wir in Kompost machen und dann können wir das verkaufen. Jetzt gehen wir den Drescher wieder ausleihen und dann gehen wir den einstellen, damit der wieder Stroh weiter sammelt und dann passt das. So, dann habe ich da unten noch ein anderes Skript drin, und zwar den Kilometerzähler und wie viel Liter er verbraucht. Da ist er stehen geblieben, have fun. Er braucht eine Überstunde. Ah, jetzt sind wir vorbei. Da ist er. Ja, da ist schon Weizen drin. Ah. Den habe ich vermisst aus dem 17er, den schönen Traktor. Aber jetzt haben wir ihn ja wieder, weil das DLC gibt es im ModHub zum Download. Jetzt fahren wir mal das noch ins Lager und dann gehen wir den Drescher ausleeren. Und ich hoffe, euch gefällt die Map. Oder halt die neue Map, was ich jetzt habe, den Nordfriesischen Marsch Vierfach. Das ist aber ein schöner Keeper. Ja, jetzt fahren wir mal zum Feld und dann schauen wir weiter. Der fährt 75 km/h. Machen wir mal Allrad wieder an. Und dann passt das. Ja, auf der Map, glaube ich, wird uns die Arbeit nie ausgehen. Jetzt bin ich zu weit weg. Jetzt bin ich rückwärts mit dem Drehschirm reinpacken. Ah, das muss ich noch üben. Na.
mach ich lieber. Fahr ich nochmal rundum und dann mache ich das so. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch die Map folgt und ob ich da weitermachen soll. Und wenn ja, dann sagt es einmal alle Mod-Vorschläge, was ich noch für die Map für eine Mods brauche. Oder könnt mit reinnehmen. Da die Schweine habe ich auch schon mit drin. Jetzt tun wir mal da ein bisschen noch ausmisten. Das ist der Weidemann von Moddingwald. Könnt ihr euch dort downloaden. Das hat gerade nicht so gepasst mit dem Schweinefutter. Ah. Ja, aber lass mal einmal so stehen da. Machen wir wieder aus. Und schauen wir einmal. Warum null? Ah, sie brauchen noch Stroh. Das rede ich mal. Dann, wenn der voll ist. Ja, dann schauen wir einmal. Sein Zuckerrüben auf. Oh. Und noch im Wachstum. Die brauchen wir für die Schweine. Deswegen habe ich das schöne Feld gekauft. Jo. Und jetzt kaufen wir uns noch Dings. Braucht 160 PS, das haben wir. Und dann schauen wir weiter. Dann können wir jetzt schon Grasmähen gehen. Hat er genug PS? 165 und wie viel braucht das? 160, genau. Ein bisschen mehr als weh. Oh, der ist schon wieder voll, der Strohsammler. Den gehen wir jetzt schnell opfern. Und dann können wir gleich beim Stroh reinschmeißen. Oder bei den Schweinen besser gesagt. Und dann gehen wir gleich Gras mähen. Kompost. Diesel. Das ist nicht das Problem. Jetzt gehen wir mal zu D, da Stroh einbringen und dann den Rest kippen wir mal in Komposter. Uiuiui. Machen wir den weg da. Und dann passt das. Dann können wir den wieder aufs Feld bringen.
Okay, der ist voll. Den Rest bringen wir jetzt an zum Komposter. Dann schauen wir einmal weiter, wie das ist mit den ganzen. So, hören wir das einmal durch. Ah, da ist ja schön drauf. Was, dann geht aber Diesel holen. Und dann schauen wir mal. So, den gehen wir jetzt einstellen. Wieder. Minuten noch. So, jetzt gehen wir einmal zuerst Diesel holen und dann gehen wir Dings holen. Ah, da ist wieder was drin. Dann kaufen wir uns noch ein großes Dieselfass. Und dann gehen wir mit den Diesel holen. So, der Weizen, der Drescher ist auch schon wieder bei 87%. Den müssen wir auch gleich wieder ausleeren. Dann würde ich sagen, fahren wir mit den einmal. Uiuiui. Hui. Okay, das muss ich dann mitnehmen. Zuerst gehen wir mal die Produktion in Betrieb nehmen. Oder wo kann man da tanken? Ah, da oben. Ja, dann gehen wir zuerst den ausleeren. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber es
werden wir bald einmal rausfinden. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann schreibt eure Meinung zum neuen Projekt in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao!